Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Wir haben das tägliche Highlight jetzt für Sie, die 5-Euro-Überraschungsshow. Eine halbe Stunde lang kommen Artikel, die alle nur 5 Euro kosten. Bis vor wenigen Sekunden haben die noch viel mehr gekostet. Jetzt ist Ihre Chance, hier echte Schnäppchen zu schlagen. Ein Produkt jagt das andere aus all unseren Sparten. Sie dürfen jedes bis zu 5-mal bestellen, außer wir sagen was anderes. Wir wissen nicht, was kommt. Die Einzigen, die wissen, was kommt, sind unsere Moni und unsere Diana. Und die werden wir jetzt mal rufen mit dem ersten Produkt. Aber gerne doch. Ich bin immer richtig aufgeregt, weil keiner von uns weiß, was drankommt. Aber ich hoffe, ihr habt immer auf Spielzeug, dann bin ich glücklich. Vielleicht haben Sie auch eine Lieblingskategorie, auf die Sie warten. Monika, was hast du mitgebracht? Oh, Werkzeug, Ralf. Das ist für dich, Ralf. Oh, und das bekommt Ingo. Ja, ich gebe es dir einfach mal. Ich habe zu Hause. Das ist für mich genial. Es ist ein Spielzeug, also ich bin jetzt schon wieder glücklich. Und zwar, gerade die Älteren werden sich erinnern an die Videospiele der 80er und 90er Jahre. Und in dieser kleinen Retro-Spielekonsole sind 240 verschiedene Spiele, boah, angelehnt an die Spiele-Highlights der 80er und 90er. Ganz einfach, so wie wir es hier sehen, am Fernseher anzuschließen. Und dann geht's los. Ich habe das übrigens genutzt, um meinem Sohn und meinem Schwiegersohn mal zu zeigen, wie Papa früher gedattelt hat. Ja? Und die waren auch total begeistert. Ich meine, das ist mit heutigen Spielen irgendwo nicht mehr zu vergleichen. Aber heute zahlst du ja für eine Spielekonsole mehrere hundert Euro. Und ein Spiel kostet auch noch mal richtig viel Asche. Hier haben sie Konsole und 240 Spiele. Diana, du hast sie ja auch oft gespielt. Die machen richtig Spaß, ja, oder? Natürlich, das macht Spaß. Und ich glaube, das ist schön, weil in diesem Spiel kann alle spielen. Enkelkinder, Großeltern, ja, das ist für ganze Familie super. Mobil, du kannst immer in Urlaub mitnehmen, dann sie haben immer die Spaß abends mit der ganzen Familie. Ich finde das sehr, sehr cool. Ralf und früher, die Konsolen haben ja auch genauso viel gekostet wie die Konsolen heute. Spiele übrigens auch. Und hier sind jetzt 240 drin, inklusive Konsole. Das ist für jeden was dabei. Also ich mochte ja diese Autorennspiele und hier so ein Motorradrennspiel. Das macht richtig Spaß. Da sitzt man richtig drin, gebannt vorm Fernseher. Mhm. Und bei 240 Spielen, bis sie die durchhaben, das wird schon eine Weile dauern. Also es ist wirklich viel, viel Spielspaß hier für 5 Euro. Das ist unglaublich. Man darf, es ist kein Preisalarm, man darf sogar bis zu 5-mal bestellen. Ja, ruhig auch mal den Jungen so eine Spielekonsole schicken, damit sie mal sehen, wie wir Alten gedattelt haben früher. Also bei uns im Sportheim, ja, stand immer so ein Dattelautomat hinten, da ist mein halbes Taschengeld reingeflogen. Drei, ja, Spiele, eine Mark, ich erinnere mich noch. Aber hier haben wir viele, viele, die können sich da auch noch dran erinnern. Nämlich Anja zum Beispiel, die Konsole ist etwas für jeden, der nostalgische Computerspiele aus der Anfangszeit der Spielecomputer spielen müssen, möchten. Die Auswahl der Spiele und die Bedienung ist sehr einfach und gut zu handhaben. Auf jeden Fall mit hohem Spaßfaktor, auch für die Kleinen. Und der Willi schreibt, sehr schönes, unterhaltsames Spiel für unsere Enkel. 4, 8, 10 und 12 Jahre alt. Wenn sie uns besuchen, wird mit der Retro-Videokonsole mit 240 Spielen und TV-Anschluss gespielt. Also, für jedes Alter etwas. Und du vermisst jetzt gerade den Fernseher. Du würdest jetzt gern zocken, gell? Ja, natürlich. Ich glaube, das können Sie auch auf der Arbeit in Pause auch spielen. Ja, Arbeit. Mit Kollegen. Ja. In der Pause natürlich. In der Pause natürlich. Weißt, ja, du, was ich heute schlimm finde? Und nicht schlimm, das ist einfach ein Abdruck dieser Zeit. Heutzutage Videospiele sind von der Realität eigentlich nicht mehr zu unterscheiden. Ja. Ja. Da sind echte Figuren in echten Szenen. Man sieht eigentlich keinen Unterschied mehr zur Realität. Und das fand ich gut. Bei diesen Spielen ist jedes Spiel, egal was man spielt, als Spiel zu erkennen. Und das halte ich noch für wichtig. Übrigens ist auch ein Soundmodul dabei. Also da sind auch die Töne der 80er Jahre mit dabei. Die haben wir, glaube ich, alle noch im Ohr. Ich habe immer so gern Gespenster gefressen. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, aber das war eins meiner Lieblingsspiele. Ja, ich mochte immer diese Jump'n'Run oder diese Autorennspiele sehr gerne. Ah, guck mal hier, das macht einen riesen Spaß. Und 240 Spiele sind da drauf. Genauso so viel. Das ist eigentlich unglaublich in dieser kleinen Kiste. Den Controller, der ist da auch noch mit drin. Einfach an den Fernseher anschließen und loslegen. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer, die NX4880. Und bitte die 569 am Ende nicht vergessen, weil nur damit bekommen Sie den TV-Sonderpreis. Und hier mal einen kleinen Ausschnitt. Oh, ein bisschen surfen, warum nicht? 240 Spiele auf einer Konsole.
Übrigens, das Anschlusskabel ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, weil wir das jetzt gerade nicht gesehen haben. Aber das für 5 Euro ist der Wahnsinn. Also das macht richtig Spaß. Ich bin Spaß. Schon glücklich. Ja, ich auch. Also ich gehe jetzt. Wir lieben Spielzeug. Das ist natürlich nur eine Sparte, die wir hier haben. Wir haben auch noch viele, viele andere Sachen, die wir Ihnen heute in der 5-Euro-Show präsentieren wollen. Monika, hast du auch eine Lieblingskategorie? Ja, bei mir sind es LED-Lampen. Schauen wir mal. Simsalabim. Nein, das hat nicht funktioniert. Aber damit kann man LED-Lampen montieren unter Umständen. Ja. Ich darf unseren zwei Handwerkern mal so ein Set geben. Cool. Handwerker, Ingo. Also, ja, du hast zwei Dinge. Ich hatte Umzug. Ich bin jetzt Profi. Du bist jetzt Profi? Ja. Das ist gerade, wenn man so Möbel holt, dann muss man die ja meistens noch selber zusammenbauen. Und dann ist dann immer so ein kleiner Draht dabei, mit dem man Schrauben reindrehen können soll. Hiermit kann man das viel, viel besser machen. Ein richtig hochwertiges, 38-teiliges Werkzeug-Bitset mit Ratsche dabei. Also können Sie die Bits hier in diesen blauen Griff, das ist die Ratsche, einspannen. Und was ich immer wichtig finde, ist natürlich hier die Qualität. Wir haben hier Vanadiumstahl und der Griff dieser Ratsche, der ist so toll. Der liegt richtig gut in der Hand, man hat keine scharfen Kanten drin. Ich mag das auch nicht, wenn man so kleine hat, die rutschen einem immer durch die Hände. Hier haben wir wirklich alles dabei, was man braucht, um so ziemlich jede Schraube, die mir so bekannt ist, reinzuschrauben. Das Ganze für 5 Euro. Ja, billiger kann es nicht werden als Grundausstattung für jeden Haushalt. Aber gerade auch, was Diana gesagt hat, beim Umzug. Du kommst da immer mal wieder an Schrauben, wo du eben nicht den richtigen Schraubendreher hast. Heutzutage gibt es ja viele unterschiedliche Innen-Sechskant, Innen-Vierkant. Es gibt Torx, es gibt Kreuzschlitz, es gibt Schlitz in verschiedenen Größen. Hier ist alles mit drin, 36 Bits. Übrigens können Sie, und da spart man immer noch viel Geld, das Bitset auch für Ihren Akkuschrauber verwenden. Und wenn ich bedenke, wenn ich nur 36 Bits kaufe im Baumarkt, würde ich sagen, 15 Euro hätte ich mindestens geschätzt. Ja. Hier haben wir es einfach mit dabei, mit der Ratsche und das alles für 5 Euro. Also als Grundausstattung perfekt. Ja, guck mal, sogar Torx ist dabei, diese Posi-Drive-Dinger. Alles, wo man die normalen Schraubenzieher dann auch nicht mehr reichen. Hier kann man dann jede Schraube mit reindrehen, mit dieser praktischen Ratsche. Alles sehr ordentlich auch untergebracht da in dieser Box. Da kann auch nichts rausfallen, das heißt, man verliert nichts. Und das ist mal was richtig, richtig Praktisches. Ich meine, für einen guten Schraubenzieher zahlst du schon 3-4 Euro. Und hier kriegst du die Ratsche mit diesen ganzen Bits dazu. Unglaublich. NX5345 und die 569 ist die Bestellnummer. Und auch das dürfen Sie 5-mal bestellen. Vielleicht einen für die Küche, einen fürs Auto und einen natürlich für den Werkzeugkoffer. Weil es passiert immer wieder, dass man irgendeine Schraube entdeckt. Da muss man dann eben einen speziellen Schraubenzieher für haben. Hier hat mal so ein Batteriefach, kannst du dich erinnern, Ralf? Ja, natürlich. Das war mit Torx-Schrauben zugedreht. Die musst du erst mal haben. Die musst du erst mal finden. Wir haben es, glaube ich, sogar in diesem Set dann gefunden, weil das ist sowas, das hat man normalerweise nicht zu Hause. Das ist die Grundausstattung. Aber es geht weiter, also Spielzeug, Werkzeug. Jetzt geht's in die Küche. Dank, Diana. Fragezeichen. Kann sein, ich weiß nicht. Das sieht irgendwie. Auf jeden Fall, das ist in meiner Schlafzimmer nutze ich diesen Produkt. Jetzt gehen wir in Dianas Schlafzimmer. Oh, also zu meinem Kleiderschrank, meine ich. Also jetzt müssen wir sagen, es ist ein Viererset dieser kleinen Aufbewahrungsbox. Jetzt sagst du Schlafzimmer. Hast du das in deinem Kleiderschrank irgendwo? Richtig. Was ist da drin? Wäsche? Meine Socken. Die Socken? Ja. In allen Vieren? Ja. Hast du so viele Socken? Ja, sehr viel, wirklich. Ich liebe meine Füße. Aber jetzt mal, also, Diana liebt ihre Füße und hat ganz, ganz viele meine Socken. Füße. Ich könnte mir das aber gut auch vorstellen, zumindest zwei dieser Boxen im Bad. Ja? Weil ich glaube, ihr Damen habt auch immer so viele Badutensilien und da sieht es oftmals nicht so ganz aufgeräumt aus. Ich glaube, damit bringt man auch Ordnung dahin, oder? Also es schafft einfach Ordnung. Hallo. Für Socken, für Badutensilien. Sie können da reintun, was Sie wollen, aber es liegt halt nicht mehr rum. Es ist jetzt tatsächlich hier in dieser tollen Box drin, ganz einfach zusammenzulegen. Und den kann man sogar stapeln, glaube ich. Ne? Die Größe ist natürlich fantastisch. Gerade diese kleinen Boxen eben für Socken. Finde ich toll. So, und ich habe hier noch ein paar Zuschriften. Die Christina aus Bannewitz schreibt, kann ich in jedem Bereich im Haushalt angewendet werden, für Nähartikel, für Schreibsachen und zum Beispiel für Unterwäsche und so weiter. Siehst du? Genial. Diana aus Einbeck schreibt, für all meine Socken, denn ich liebe meine Füße. War das so? Weil sie ihre Füße liebt. Nein, aber ist doch richtig. Ja, also da kann man so viele Sachen reinmachen. Sie hat ja auch schöne Füße, also.
Wie kommen wir jetzt von den Boxen auf die Füße? Wie kommen wir vor allem wieder zurück, Diana, zu den Boxen? Wie kommen wir zurück? Ich finde das auch toll für einen Schreibtisch da. Diese Stifte, USB-Sticks, da liegt so viel Zeug immer rum. Kann man hier einfach reintun und dann sieht es ordentlich aus. Und hier gibt es ein Vierer-Set für, wir sind schon wieder bei den Füßen, sehe ich gerade. Hier gibt es ein Vierer-Set für 5 Euro und es ist kein Preisalarm. Das heißt, das können Sie sogar 5-mal bestellen. Kannst du so eine ganze Wand aus diesem Boxen. Ich gehe jetzt mal weg von den Füßen und von den Socken. Sandra schreibt uns nämlich, ich habe die Boxen für die CDs und Kassetten im Kinderzimmer bestellt. Das passt natürlich auch. Zu schaffen. Die Boxen passen genau in unser Regal. Wir haben gleich nochmal welche nachbestellt, um noch mehr Ordnung schaffen zu können. Echte Kaufempfehlung. Das Viererset für 5 Euro. Ich glaube, günstiger kann es nicht werden. Die Bestellnummer ist die NX8224 und die 569. Wir haben gerade gelesen, nachbestellt, lassen Sie es gar nicht so weit kommen, bestellen Sie gleich mehrere Sets, wenn Sie jetzt Ideen haben, was Sie darin unterbringen. Ob im Kleiderschrank die Wäsche oder im Kinderzimmer die CDs, die Kassetten oder andere Spielzeug oder im Bad auch mal verschiedene Utensilien unsichtbar machen. Das macht man ja mit solchen Boxen. Ja, ich liebe meine Füße übrigens auch. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Oh, wir haben einen Preisalarm. Das heißt, hier ist ein Produkt, welches normalerweise wesentlich höherpreisig ist. Jetzt für Sie auf 5 Euro reduziert mit der Eingrenzung maximal ein Stück pro Besteller. Monika, möchtest Monika? Du? Oh, Vorsicht, es wird scharf. Das ist nicht für uns. Das ist nicht für uns, ganz gut, dass es da hinten ist. Die Verletzungsgefahr bei euch zwei ist zu hoch. Deshalb lassen wir ein das lieber mal bei uns. Ein Vierer-Set ist das übrigens. Also, das ich muss mal 4 Messer suchen. Zeig mal, das ist Nummer 4. 4 Messer zusammen hier aus Edelstahl für 5 Euro. Also das ist schon der Hammer, oder? Dann haben wir dann noch, damit kann man wirklich alles super machen. Hier, wir haben ein Santoku-Kochmesser, 2 Santoku-Kochmesser mit unterschiedlicher Länge. Dann haben wir ein Chefmesser und ein Tranchiermesser. Mehr braucht man nicht in der Küche. Das ist das Tranchiermesser hier. Und die sind richtig scharf, das sieht man schon auf den ersten Blick. Und man hört auch die Qualität. Und jetzt 4 so hochwertige Messer für 5 Euro. Also eins dieser Messer, wenn das große für 5 Euro hier in der Sendung gewesen wäre, hätte ich gesagt, oh, ist mal ein nettes Angebot. Aber 4, das ist eine komplette Küchenausstattung eigentlich an großen Messern. Für 5 Euro ist der Wahnsinn. Ja, und gute Messer sind ein Muss in der Küche, weil es macht keinen Spaß, mit stumpfen Messern zu arbeiten. Vielleicht haben Sie alte Messer bei sich rumliegen, aber die schneiden nicht mehr richtig. Hier ist Ihre Gelegenheit, mal 4 scharfe neue Messer sich zuzulegen, aus wirklich sehr gutem Edelstahl. Das heißt, die halten auch sehr lange, rosten natürlich nicht. Der Felix aus Essen schreibt, sehr scharf, genau die richtigen Klingen, Härte, guter Schliff, liegt angenehm in der Hand, rutschfest, auch bei nassem Griff ist auch wichtig. Ne? Ja, vom Sicherheitsaspekt. Monika, man merkt ja gleich, dass man Qualität in der Hand hat, oder? Ja, die fühlen sich richtig hochwertig an. Kochst auch der du auch Griff gerne? Hier. Ja, auf jeden Fall. Und da braucht man einfach scharfe Messer für und ein Viererset für 5 Euro. Mensch. Also ich mache mir gerne Gemüse und natürlich auch Salate und gerade Tomaten, Zwiebeln oder ähnliches. Die brauchen scharfe Messer, sonst macht es keinen Spaß. Auch beim Fleischschneiden, wenn man mal so ein bisschen filetiert oder so, braucht man scharfe Messer und denen Messern, ich hoffe, Sie sehen das auch, sieht man die Schärfe schon an. Und deshalb absolut von mir eine Kaufempfehlung für alle, die gerne kochen. Diese Santoku-Messer, das sind, glaube ich, die mit dem Loch. Das ist natürlich auch super praktisch, weil wenn man da schneidet, bleibt nichts an der Klinge kleben. Gerade so bei weichem Käse. Ne? Bei weichem Käse oder bei Nudelgerichten. Damit kann man das dann super schneiden. Moni, was kochst du denn so gerne? Mit Schimmel. Was ist denn eins deiner besten Gerichte, die du am besten kannst? Ja. Tomate mit Mozzarella. Ja. Tomate mit Mozzarella. Einmal Tomatenschneiden ist auch schwierig. Und wenn man da stumpfe Messer hat, dann geht das nicht so gut. Ja, dann machst du Tomatensuppe statt Tomatensalat. Das quetschen, glaube ich, alle. Ich schneide für Monika jeden Tag Äpfel und Bienen. Mhm. Bienen? Birnen. Bienen auch. Jetzt. Aber ja, das macht sie. Du, viele haben Probleme beim Zwiebeln schneiden und kriegen dann riesen Tränen. Je schärfer das Messer, desto weniger Zwiebel, also Flüssigkeit, tritt ja aus. Aha. Und desto geringer ist meiner Meinung nach das Risiko auch, dass man dann anfängt zu weinen. Deshalb meine absolute Empfehlung. Ich würde jetzt klar sagen, gleich die ganze Familie damit ausstatten. Aber es ist unser Preisalarm heute. Das heißt, maximal ein Viererset pro Besteller.
Aber ich glaube, günstiger kann man solche Messer nicht bekommen. Wir schauen mal kurz auf Pearl.de. Ja, Pearl.de fast 13 Euro. Das heißt, wir haben 8 Euro runtergenommen. Sie kriegen das vierteilige Messerset. Nochmal, 4 Messer hier für 5 Euro mit der Bestellnummer NX1463. Und der 569 ist unser Preisalarm. Dürfen Sie leider nur einmal bestellen. Der Preis gilt für 2 Stunden oder bis das Produkt ausverkauft ist. Und beim Preisalarm muss man sich meistens ranhalten. Die sind meistens innerhalb der 2 Stunden schon weg. Aber danach gehen die eben wieder zurück auf die 13 Euro. Das ist jetzt Ihre Chance. So, es geht Schlag auf Schlag. Und wenn Sie zum ersten Mal heute dabei sind, das ist keine Eintagsfliege. Unsere 5-Euro-Überraschungsshow gibt es jeden Tag um 17 Uhr und um 19 Uhr. Ja. Also auch heute die 10-Euro-Überraschungsshow. Das ist ein super Angebot, weil Sie können sehr clever sein und die beide Produkte zusammen kaufen. Ich lege das extrem scharfe Messer mal zur Seite. Aber warum ist das so scharf? Tada! Das ist scharfe Messerschärfe. Messerschärfe. Ja. So, und zwar mit Diamantschleifer, also ein Diamant-Messerschärfer. Für 5 Euro. Also was an diesen... Gib mir bitte Messer. Ich trau mich nicht. Gib mir das ist doch schon so scharf. Also. Das liegt auch super auf dem Tisch, hier, kann man hier guck richtig mal, schön... steht erste Stufe und zweite Stufe. Also genau. Das ist sehr, sehr einfach. Und dann, unseren Ralf muss uns zeigen... Wie machen wir Test? Nein, erstmal muss ich die Wichtigkeit dieses Messerschärfers hier klarstellen. Wir haben jetzt hier ja Edelstahl, also Stahlklingen. Und das ist auch, viele haben das. Aber die regulären Messerschärfer gehen eben nur für Stahlklingen. Und für Keramikmesser, die immer weiter verbreitet sind, gehen die nicht. Das ist ein Messerschleifer, mit dem kannst du auch Keramikklingen eben schleifen. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich habe die Hälfte meiner Messer habe ich schon vor 3-4 Jahren umgestellt auf Keramik. Die sind auch noch länger scharf, die Keramikklingen, aber irgendwann musst du die auch schleifen. Und wenn du das mit einem herkömmlichen Schleifgerät machst oder mit einem Stahlschleifer, dann machst du die Keramikklingen kaputt. Das ist für beides. Und Gina aus Henne schreibt, klasse Artikel für diesen Preis. Und Diana, ich glaube, das müsste schon reichen, oder? Sollen wir mal einen Test machen? Ein bisschen kurz das Messer, aber ich mach mal den Papiertest. Diana ist Perfektionistin. Okay, Vorsicht. Ich bin ja jetzt froh, Diana hat mal in der Live-Sendung geschaut, wie mit dem Finger, ob es scharf ist. Ja, wir haben es dann am Pflaster feststellen können, dass es scharf ist. Also machen wir den ultimativen Messertest und hoppla. Der Ansatz ist natürlich wichtig. Da, schauen Sie mal. Das ist nicht gerissen, das ist glatt geschnitten. Also, sehr gut gemacht, aber die waren vorher schon scharf. Das sind neue Messer. Aber Sie haben mit Sicherheit noch stumpfe Stahl- oder Keramikmesser. Holen Sie sich diesen Messerschleifer. Die Bestellnummer ist die NX7856 und die 569 für Stahl- als auch Keramikklingen. Und das ist das Außergewöhnliche an diesem Schleifgerät. Ja, ich weiß gar nicht, wo man normalerweise sonst Messer zum Schärfen hinbringt. Hier wird alles auch noch im richtigen Winkel geschliffen. Und vielleicht haben Sie so einen Stab mit dem geschliffen, mit dem Sie Ihre Messer schleifen. Das hier ist viel besser, weil es eben genau im richtigen Winkel und genau mit der richtigen Körnung auch geschliffen wird. Sollte in jedem Haushalt sein, so ein Messerschärfer, weil man kann die ja nicht mehr wegbringen heute. Früher konnte man die wegbringen zum Messerschärfen. Ich kann mich wirklich, du kannst ruhig schon bastern, ich kann mich wirklich erinnern, bei uns früher am Kaiserstuhl, als ich so ein ganz kleiner Bub war, da kam so eine Glocke, also wie heute ein Eiswagen. Und dann hast du gewusst, der Scherenschleifer ist da. Ja, dann sind alle Hausfrauen mit ihren stumpfen Messern raus und der hat sie dann geschliffen. Dankeschön. Dankeschön. Die Zeiten sind lange vorbei. Aber wir machen immer noch weiter. Oh, jetzt wird's cool. Jetzt wird's richtig cool. Oh, möchtest du Tag oder Nacht? Ach komm, du bekommst beide, Monika. Dankeschön. Ich will Nacht. Du möchtest Nacht? Ich möchte auch Nacht. Ich liebe das Fallen zum Beispiel. Also, da musst du einmal Nacht noch abgeben. Na klar. Das ist Tag, das ist Nacht. So. Ich bin Nacht. Es sind Überziehbrillen und zwar ein Zweierset. Jetzt warum Überziehbrillen? Ganz einfach. Ein Zweier. Ingo und ich, wir sind Brillenträger. Wir können die über unsere Gläser ziehen, aber auch die Nicht-Brillenträger, Diana und Monika, können die anziehen. Das ist die Nachtsichtbrille. Cool, ne? Und ich glaube, es gibt viele, die nachts schon mal gesagt haben, oh, ich glaube, ich werde nachtblind. Hier ist es, die ist entspiegelnd praktisch, weil hier Konturen dann wieder besser zu sehen sind. Und das, was Ingo trägt, ist dasselbe Modell. Wir zwei sind jetzt auf der Sonnenseite des Lebens, denn wir tragen unsere Tagesvision, also die Sonnenbrillen. Ja.
Über der Brille, ohne Brille, perfekt. Das ist Klassiker. Übrigens auch für Radfahrer, da unglaublich beliebt, weil die auch auf der Seite zu sind. Das heißt, es geht kein Zugwind für die Seite. Für Cabrio-Fahrer unter Umständen auch wichtig. Steht dir ausgesprochen gut. Dankeschön, ja, dir auch. Dankeschön, Monika. Steht uns beiden, finde ich sehr gut. Ihr seid so süß. Ihr seid so süß zusammen. Ja, auch. Seid ihr Bluesbrother und Sister? Ja, ja, ich bin die Süßer. Ingo, du siehst sehr cool aus. Diana, niemand sieht cooler aus als du mit dieser Brille. Also nachts natürlich ideal, weil man nicht geblendet wird vom entgegengesetzten entgegenkommenden Verkehr oder von hellen Straßenlaternen. Die Sonnenbrille erklärt sich von selbst, schützt natürlich gegen Sonne. Es ist echt klasse, dass man die einfach hier, ich bin ja Brillenträger, ich habe auch keine kleine Brille und die passt trotzdem da ansatzlos drunter. Man kriegt auch von der Seite, wird man nicht geblendet. Also richtig klasse für nachts oder für Tag, wenn die Sonne scheint. Natürlich auch eben mit Sonnenschutz, mit UV-Schutz dabei, die Sonnenbrille. Ist ideal, weil so, Ralf, du weißt das, wenn wir uns Sonnenbrillen kaufen, geschliffene Gläser, das kostet ein Schweinegeld. Ja, natürlich, ne? Du musst da richtig viel Geld bezahlen. Wir haben mal so mal eine für 10, 15 Euro kaufen könnte, hast du gleich mal eine Eins vorne dran, mindestens. Bei Gleitsichtbrillen wird es noch teurer, aber das ist dann natürlich eine wirklich tolle Alternative. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, dieses Zweierset, es sind ja zwei Brillen jetzt für 5 Euro, kosten regulär um die 15 Euro bei uns. Und deshalb bin ich umso mehr überrascht, dass wir die jetzt wieder mal für 5 Euro an Sie weitergeben können. Und ist euch jetzt aufgefallen, es wird ja immer früher dunkel. Das heißt, jetzt kommt dann die Zeit, wo man beim Feierabend gegen die tiefstehende Sonne fährt. Zum Beispiel, und das finde ich immer ganz schlimm. Wir fahren jetzt mit Ingo sehr oft nach Bremen. Mhm. Genau. Nach Feierabend. Das ist sehr, sehr dunkel. Ne? Da gehen wir ins GOP. Ne? Ja. Schauen uns das Varieté da an. Das ist nämlich sehr, sehr schön in Bremen. Wenn Sie mal in Bremen sind, tolle Sache. Aber diese Brillen sind der Hammer, weil man die ganz einfach über seine normale Brille rübersetzen kann. Sie bekommen das Zweierset, das heißt die Nachtbrille und die Tagbrille hier. Sehr, sehr schick, gehen über beide Brillen einfach rüber. Und das hier für nur 5 Euro. Sie sparen 75% zur UVP, normalerweise 20 Euro. Heute bei uns in der 5-Euro-Show für die nächsten 2 Stunden nur 5 Euro. Unglaublich. Wenn Sie noch mal nachgucken wollen, was wir alles schon hatten, können Sie übrigens bei pearl.tv noch mal nachschauen. Da haben wir alle Produkte der letzten 2 Stunden noch mal gelistet, inklusive dieser tollen Brillen natürlich aus der 5-Euro-Show. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt, Ralf. Aber gerne doch. Übrigens höre ich gerade, die Spielekonsole ist schon sehr, sehr stark nachgefragt. Also wer mal zocken will in den 80er Jahren, der muss schnell sein. Das ist unser Bestseller, diese Sendung, ne? Wir werden sehen. Wir haben einige Bestseller. Jetzt kommen wir zu einem, ich behaupte jetzt einfach mal auf den ersten Blick, Batterietester. Da hast du absolut recht. Und das ist ein Multibatterietester mit LCD-Display für alle gängigen Batterien. Da kannst du sogar Knopfzellen mit testen. Ganz einfach einspannen in diesen Halter und dann wird einem angezeigt, ob die noch voll sind oder nicht. Also das sollte also wirklich in jedem Haushalt sein, weil jeder von uns hat Batterien und man denkt, na, die sind alle. Und wenn man dann mal testet, sieht man, dass die noch gut funktionieren. Ich habe so ein Radio mit Batterien und als die Batterien alle waren, als es nicht mehr ging, habe ich es mal getestet. Da waren von den 4 Batterien, die da drin sind, waren 2 noch völlig in Ordnung. Oh nein. Ich habe hier gerade eine leere Batterie, eine Typ D. Aber ich sehe natürlich hier, also man sieht es hier auf dem Display, dass man wirklich alles messen kann. Von Doppel-A, Triple-A, dann Typ C, Typ D. Typ D sind die größten übrigens, die wir üblich haben in Mobilgeräten oder früher waren es in den Ghetto-Blastern oder in Spielzeugen. Aber die mal zu testen ist natürlich auch wichtig, weil oftmals hat man so ein bisschen so eine Schublade, wo alles drin liegt. Man weiß später nicht mehr, waren die voll oder waren die leer. Hiermit kann man was testen. Guck mal, jetzt habe ich es drin, jetzt sehen wir es auch. Schauen Sie mal auf die Skala, ich hoffe, man sieht das. Die ist noch halb voll, die könnte man noch verwenden. Das ist jetzt mal interessant. Ja, hier gerade diese großen die Batterien sind ja auch... Achten Sie mal drauf, sehen Sie hier die Skalierung. Hier bis zur, fast 2/3 ist es noch voll. Das heißt, mit dieser Doppel-D-Batterie kann ich noch eine Weile, eine D-Batterie, kann ich noch eine Weile arbeiten. Ja, die sind ja auch immer besonders teuer, diese großen Batterien. Aber ich finde es toll, dass du eben auch Knopfzellen damit noch testen kannst. Das weiß ja kein Mensch. Wenn man so mit der Fernbedienung irgendwas nicht funktioniert, dann denkt man immer gleich, die Batterie ist alle. Aber manchmal ist auch einfach nur der Infrarotempfänger verdreckt oder so. Hiermit kann man richtig Geld sparen, hat immer den Überblick, welche Batterien voll oder leer sind. Die Bestellnummer ist die NX4853 und die 569.
Die UVP liegt hier auch bei 15 Euro fast. Das heißt, Sie sitzen in der 5-Euro-Show und zahlen deshalb nur 5 Euro. Den können Sie auch mehrfach bestellen. Das ist kein Preisalarm. Sie können übrigens so oft anrufen, wie Sie wollen. Wir sammeln all Ihre Bestellungen über den ganzen Tag und Sie zahlen nur einmal Versandkosten. Also wenn Ihnen was gefällt, rufen Sie unsere gebührenfreie Telefonnummer an. Wir sammeln Ihre Bestellung. Das ist mal eine richtig gute Sache, auch von TKA ist ja ein Markengerät auch noch dann. Und so einfach ist diese Skala da abzulesen. Du, Batterien soll man ja nicht in Hausmüll entsorgen, sondern an eine Sammelstelle bringen. Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das machen viele wirklich in die Schublade, wo die ganzen, die vollen Batterien sind, auch mal die leeren mit rein, dass sie weg sind. Und nachher weiß man nicht mehr, wo waren jetzt die vollen, wo waren die leeren. Ja. Damit kannst du das testen und langfristig auch bares Geld sparen. Aber wir sind immer noch nicht am Ende. Es geht immer noch weiter mit der Schnäppchenjagd. Oh, ich darf auspacken, wie schön. Bitte schön. Dankeschön, Monika. Ach. Eins ist von Dianas Lieblingsprodukt. Uiuiui. Ich gebe ihr aber nicht die Fernbedienung. Doch, natürlich, hier Diana. Aber wir haben keine Steckdosen, ja, deshalb. Also ich sage Ihnen kurz erst, was es ist. Es ist eine Steckdosen-Türklingel mit Funk-Klingeltaster. Das heißt, wir haben hier 30 Meter Radius, das heißt, irgendwo die Klingeltaster dort, wo nötig ist, anbringen. Und das Empfangsteil darf 30 Meter davon weg sein. Und dann wird das Funksignal eben übertragen und die Klingel arbeitet absolut kabellos. Wir haben sowas im Normalprogramm, ich glaube, ab 15 Euro die günstigsten Varianten. Aber das jetzt für 5 Euro ist der Wahnsinn. Und wir hören jetzt ein Konzert mit 16 verschiedenen Titeln. Und der Dirigent ist Diana. Hast du schon alle 16 durch? Guck mal, das macht er. Ich mach gar nichts. Du? Nein. Sie haben hier eine Klingel, hier den Empfänger. Den Empfänger stecken Sie einfach in irgendeine Steckdose bei Ihnen zu Hause. Ist ja vielleicht auch sehr sinnvoll, wenn Sie mal im Garten sitzen, den einfach irgendwo im Garten dann in die Steckdose zu stecken. Sie brauchen keine Kabel zu verlegen. Die Reichweite ist unglaublich. Und die Klingel bringen Sie einfach draußen an. Simone aus Gebsattel schreibt was Lustiges. Die Klingel dient bei uns als Essensruf, da sich meine Männer im Arbeitszimmer bzw. Kinderzimmer aufhalten und mein Rufen aus der Küche normal nicht hören. So muss ich nur kurz den Knopf drücken und alle kommen, sobald das Essen fertig ist. Ich habe aber auch schon Zuschriften gelesen zu diesem Artikel, wenn pflegebedürftige Angehörige zu Hause sind. Da wird die Klingel einfach ans Bett gelegt, ja, und dann kann man eben im Notfall klingeln, wie im Krankenhaus auch. Dass dann jemand kommt, weil man kann ja nicht 24 Stunden auch bei einem pflegebedürftigen Menschen, also rund um die Uhr am Bett sitzen, da ist das auch eine gute Lösung. 5 Euro ist ein fantastischer Preis. Ja, die ist schön laut, die hört man wirklich über Stockwerke hinweg. Aber wie gesagt, der große Vorteil ist, den nehmen Sie einfach raus, wo Sie ihn stecken hatten und nehmen ihn mit in den Raum, wo Sie sind und hören dann immer die Klingel. Das ist ja wirklich sonst blöd, wenn man Besuch bekommt und man hört das Klingeln nicht, weil man im Garten ist, weil man ganz oben ist, weil man ganz unten ist, weil die Klingel irgendwo anders ist. Das hier ist absolut kabellos zu verlegen, das ist auch noch der riesengroße Vorteil. Und nochmal, 5 Euro sind der Hammer. Ja, ich sage Ihnen noch die Bestellnummer für diese Steckdosentürklingel mit den 16 verschiedenen Klingeltönen. Ich glaube, wir haben alle gehört in dieser Sendung. Ja, die Bestellnummer ist die NX8143 und die 569. Und das könnte das ein oder andere Problem lösen. Vielleicht auch einer kaputten Klingel, bei der man den Elektriker holen müsste, um die Kabel neu zu verlegen. Diese Klingel funktioniert absolut kabellos. Das heißt, keinerlei Installation. Den Klingeltaster irgendwo anbringen und in die Steckdose den Empfänger und schon ist es gelöst. Und das war sie schon wieder. Unsere 5-Euro-Überraschung schon. Boah. Die halbe Stunde ist zu Ende. Ich hoffe, Sie haben ein neues Lieblingsprodukt gefunden. Vielleicht auch die ein oder andere Geschenkidee. Ganz egal, was es ist, gehen Sie jetzt spätestens ans Telefon und holen Sie sich Ihr neues Lieblingsprodukt. Und Sie denken bitte dran, auch heute um 19 Uhr haben wir unsere 10-Euro-Überraschung-Show mit Sicherheit wieder mit fantastischen Produkten. Und auch jetzt bleiben Sie bitte bei uns, denn jetzt geht's richtig spannend weiter im Programm von Pearl TV.